Gülcan Kamps erinnert sich an ihre beschwerliche Kinderwunschreise. Die einstige Viva-Moderatorin und ihr Mann Sebastian werden im Dezember 2021 zum ersten Mal Eltern. Inzwischen wünscht sich die stolze Mama ein weiteres Kind. Doch Gülcans Weg zum Babyglück ist schon beim ersten Mal lang und steinig. Im Netz ruft sie sich diese Zeit jetzt in Erinnerung. Obwohl der erste Weg zu unserem Wunschkind wirklich nicht einfach war, freue ich mich so sehr auf das zweite Mal. Damals klappt es mit der Schwangerschaft erst nach jahrelangen Versuchen. Inzwischen blickt sie aber hoffnungsvoll auf das Thema. Auch wenn das Thema Kinderwunsch oft mit Hoffnung, Trauer und Ungewissheit verbunden ist, wenn man am Ziel ankommt, hat sich jede Träne gelohnt. Und dieses Gefühlschaos nimmt Gülcan für ihr zweites Wunschkind garantiert auch ein weiteres Mal gerne in Kauf.